zweiten Video zum Thema Qualitätsmanagement im Kulturbetrieb möchte ich Ihnen gerne die Kernelemente der wirksamen Kulturbetriebsführung vorstellen. Im ersten Video haben Sie die prototypische Prozesslandkarte kennengelernt. Und in diese kann man jetzt quasi hineinzoomen. Also das heißt, wenn wir hier einen Zoom anwenden, kommen wir zu den Kernelementen der wirksamen Kulturbetriebsführung. Sie sehen jetzt hier in dieser Grafik beispielsweise die Kernelemente der Führungsprozesse. Also das heißt, was gehört alles zu den Führungsprozessen im Kulturbetrieb dazu? Also wir haben einerseits unser kreatives Profil, die Strategie, die Finanzierung, das Finanzmanagement, Controlling und Governance, Organisation, Personalmanagement, Qualitätsmanagement und die Digitalisierung. Und dann sehen Sie hier, und das ist einfach sehr praktisch, weil wenn Sie sich überlegen, welcher Bereich in einer Kulturorganisation macht eigentlich was, haben Sie hier einmal so quasi ein Baukastensystem, dass Sie in groben Unterteilungen sehen, was gehört hier beispielsweise jetzt zum kreativen Profil dazu. Aha, das künstlerisch-wissenschaftliche Profil im Rahmen des kulturellen Auftrages. Oder was gehört alles zur Strategie dazu? Wir brauchen ein Leitbild, eine strategische Planung. Hier ist auch der Veränderungsprozess, Change angesiedelt, Stakeholder-Kommunikation, Markenbildung. Also das heißt, in diesen Kernelementen haben Sie in der ersten Ebene hier so einen groben Gesamtüberblick, was in den einzelnen Prozessbereichen dazugehört. Sie sehen also hier die Führungsprozesse und in weiterer Folge in der nächsten Grafik jetzt hier auch die Wertschöpfungsprozesse im Bereich der darstellenden Kunst. Hier, das kennen Sie schon aus der prototypischen Prozesslandkarte, also die kreative Konzeption. Wir überlegen uns, welche Stücke wir spielen, welche Sparten wir bespielen. Wir wählen Künstlerinnen aus, das Leading Team, wir ergänzen es um die Besetzung. Also wer spielt hier in welcher Rolle etc. Sie sehen die Programmplanung, wo wir Termine machen, Verträge machen, die Datenbank befüllen und hier auch das künstlerische Budget verwalten. Sie sehen dann hier wieder, also in dieser Zwei-Färbung, weiß verlaufend mit Türkis, weil sozusagen ein Mischprozess ist, die kreative Produktion, da gehört die Kalkulation dazu, die Regie, die Dramaturgie, die Disposition, die Ausstattung, der gesamte Probenprozess, Technikwerkstätten, Qualitätssicherung, Nachbearbeitung. Also das heißt, Sie sehen auch hier wieder im Bereich der Wertschöpfung für die darstellende Kunst, was gehört da so baukastenartig praktisch alles dazu und welche groben Arbeitsschritte oder Prozessschritte sind in diesem Bereich angesiedelt. Und dann können wir noch eine Ebene weiter zoomen. Das ist sozusagen jetzt Ebene 2 in diesen Kernelementen der wirksamen Kulturbetriebsführung. Wenn wir jetzt beispielsweise in die kreative Produktion der darstellenden Kunst weiter hinein zoomen, so nähern wir uns sozusagen diesen einzelnen Arbeitsschritten oder Prozessschritten noch weiter an und haben sie hier noch spezifiziert. Das heißt, Sie sehen jetzt hier, was zählt man alles zur Kalkulation, die hier auch eindeutig ein nicht kreativer Prozess ist, hoffentlich nicht kreativ, sondern auf Fakten basierend. Das heißt, hier haben wir Kennzahlen, die wirtschaftliche und die Besucherauslastung, wir haben das Budget Kunst, Ausstattung, den ganzen Personalbereich, wir müssen uns hier auch um Tantiemen oder Gemma kümmern, wir haben den szenischen Dienst, also das heißt Inspizienten, Regieassistentinnen etc. haben hier auch das Zeiterfassungssystem dabei und im besten Fall, wenn Sie ein Controlling eingerichtet haben, haben Sie auch eine Deckungsbeitragsrechnung auf Produktionsbasis. Und so geht das dann praktisch weiter auch für die Disposition, was zählt man hier alles dazu, was passiert im Bereich Technik und Werkstätten, diese Bereiche also alle nicht kreativ,
Bei den Werkstätten kann man letztendlich streiten, ob das kreative Bereiche sind oder nicht, weil natürlich, gerade wenn Sie daran denken, Bühnenbildbau, Malersaal, da natürlich auch kreativ Menschen beschäftigt sind. Also das heißt, das kann jede Institution für sich festlegen, wie sie das sehen möchte. Dann natürlich Regie, Dramaturgie, die Ausstattung, der Probenprozess. Das sind also kreative Bereiche, wobei es beispielsweise im Probenprozess auch einzelne Bereiche gibt, die nicht kreativ sind, also wie die Personalplanung beispielsweise. Qualitätssicherung und Nachbearbeitung. Also das heißt, Sie sehen in diesen Zoom-Ebenen, der ersten Ebene und der zweiten Ebene, bekommen Sie einen ziemlich detaillierten Blick, was in den einzelnen Prozessschritten passiert. Und als weiteres Beispiel hier noch Marketing, Kommunikation. Also das heißt, was zählt hier insgesamt so alles dazu? Was sind die einzelnen Prozessschritte jetzt im Bereich Marketing, Kommunikation? Wir haben das Branding, wir haben Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Wir müssen uns um den gesamten Vertrieb kümmern, auch um die Preisgestaltung. Wir haben das Produktmanagement, also das heißt, weil wir einzelne Produktionen haben oder Ausstellungen. Und wir haben das CRM-System hier auch angesiedelt. Also das heißt, diese Systematik der wirksamen Kulturbetriebsführung und hier als Beispiel die Kernelemente geben Ihnen einen sehr guten Überblick, was in diesen einzelnen Prozessbereichen hier passiert, was wo dazugehört. Das kann natürlich in jeder Institution ein bisschen anders gesehen werden. Das heißt, die Idee ist ja nicht, dass es ein in Stein gemeißeltes System ist, sondern dass man hier praktisch eine Anleitung hat, über die man diskutieren kann, wo man auch weiß, aha, da sollte man im besten Fall nichts vergessen, vielleicht kommt noch etwas dazu und wenn Sie sich jetzt eine Institution betrachten, einmal schauen können, was passiert also wo in der Institution. Das war Video 2 zum Thema Qualitätsmanagement im Kulturbetrieb und Sie haben die Kernelemente der wirksamen Kulturbetriebsführung kennengelernt mit der Zoom-Ebene 1 und auch der Zoom-Ebene 2 und haben einen relativ dichten Einblick bekommen, was also wo hier in der Kulturinstitution passiert. Thank you.